So ist gut. Ich find's gut. Oder bin ich zu weit in der Mitte? Sollst du ein bisschen weiter rüber? Nein. Du sollst doch im Mittelpunkt stehen, nicht ich. Hallihallo, Hare Krishna. Herzlich willkommen zum ersten Video in 2020. 2020, ein gesundes neues Jahr wünschen wir euch. Ein gesundes, ein spirituelles, ein Jahr voller Erkenntnisse und Geschichten. 2019 ist vorbei und das Jahr 2020 hat begonnen und wir dachten uns, wir machen mal ein kleines Rückblicksvideo. Was ist alles 2019 bei uns passiert? Wollen wir mal reingucken in Episode 0, was wir da so gesagt haben, was wir machen wollen oder Okay. ob das eingetroffen ist oder. Ja, Episode 0, das war die erste Idee. So, okay, ihr kennt die Stimme von Sudevi, aber nicht das Gesicht dahinter. Hallo, ich bin Sudevi. Ich betreibe seit einigen Jahren diesen YouTube-Kanal, spirituelle Bücher und Geschichten. Und da haben wir auch das erste Mal unser Intro gezeigt, oder? Das Intro, das wir selbst gefilmt haben. Jetzt kommt's. Darf ich die Geschichte Jetzt kommt's. erzählen? Die Geschichte zum Intro, wir haben sie schon mal Oh, da angedeutet. gibt es jetzt, also ihr kriegt jetzt, glaube ich, auch noch Bilder dazu. Also dieses Intro, ne? Pradyumna wollte ein Intro machen. Professionell hat man halt ein Intro vor seinen Geschichten oder wenn man einen YouTube-Kanal hat, dann hat man immer irgendwie so einen Wiedererkennungswert und macht ein kleines Intro. Und dann, okay, was sieht schön aus hier in Mayapur? Naja, am Fluss ist es schön, an der Jalangi ist es schön, dann lass uns doch dorthin gehen und dass ich dann dort lese. Also haben wir also mal zur Jalangi gegangen. Und ich habe mich da gibt es halt so ein, das Ghat heißt das, das sind so Stufen, die ins Wasser reingehen. Und am Rand ist so eine kleine Mauer, auf diese Mauer habe ich mich gesetzt und Pradyumna tänzelte mit der Kamera um mich herum, Mit einer ganz neuen mit der Kamera. ganz neuen Kamera um mich herum und plötzlich, er geht Habe ich rückwärts, eine Stufe übersehen? geht er rückwärts, übersieht eine Stufe, stolpert, fliegt ins Wasser, schmeißt die Kamera noch von sich. Und das war, also wenn, also das war Ich habe voller Einsatz. alles aufgenommen. Sollen wir diesen Clip mal zeigen? Ich habe Ja, ihn, glaube ich, noch natürlich, in natürlich. Zeitlupe. You okay? Oh, Krishna Bhagavan. I don't know. Aber es ist zum Glück, Wir bis auf können. dass ich blitschnass geworden bin, ist zum Glück nichts passiert. Ich musste die Kamera noch wegwerfen, also dass sie nicht ins Wasser fällt. Und hart aufgekommen, aber zum Glück gut gelandet und nichts kaputt gegangen. Aber es war mein erster Schocker, ja. Also man sieht öfters, dass Kameraleute und Fotografen irgendwie rückwärts in den Fluss fallen oder. Es passiert wirklich. Also es ist nicht nur gefaked, sowas passiert auch wirklich. Das war voller Einsatz. Ja, das war voller Einsatz. Das war unser Intro-Video. Hat schon mal gut begonnen, meine Filmkarriere. Naja, aber zur Episode 0 hatten wir es dann schon. Da war es dann Dann war es schon, dann schon war fertig, es die schon fertig. Und also Episode. zum Glück ist, außer dass er nass ist, Kamera ist ganz geblieben und Objektiv ist nichts passiert und alles gut. Die ersten Geschichten, was wir dann veröffentlicht haben, waren in Thailand. Die waren natürlich sehr, sehr schön, weil ja, Strand mit Sonnenuntergang zu filmen ist immer sehr schön. Natürlich hier in Mayapur haben wir auch oft schöne Kulissen, das stimmt schon.
Ja. Aber es war schon, also die ersten Geschichten fand ich sehr, sehr spannend, sehr schön. Ich auch. Hatte so eine kleine Magie in sich irgendwie. Als wir dann wiedergekommen sind, haben wir das Mahabharata angefangen. Ja, und diese Zusammenfassung von dem Mahabharata, das kam mir sehr gut an. Das kommt jetzt immer noch gut an. Kommt ja, immer gut an. Das ist eines der besten Videos. Dann kam unsere erste Dokumentation, ein bisschen. Julien Yatra und dann Vamana in der Schule. Wie uns Vamana uns die Gurukul gezeigt hat, das kam sehr gut an. Das ist der Tempelraum. Tempelraum. Hier sind die Didis, Nisingha, Raja Madhava und Panchatattva. Wie ernsthaft die zwei Jungs uns da durchgeführt haben und dass das jetzt kein Spaß war oder Halligalli für die, sondern dass die das halt wirklich sehr ernst genommen haben und uns da wirklich in dem Opi auch wirklich alles zeigen wollten. Und ja, ich meine, die kennen es ja nicht anders, ne? Die haben nie eine westliche Schule von innen gesehen, die beiden, die uns da rumgeführt haben. Ja. Für die ist es normal. So, ne? Aber für uns, die ein anderes Schulsystem kennen und auch eine ganz andere Kultur und Gesellschaft kennen, ist das schon sehr, sehr was Besonderes auch. Ne? Ja, ja, ja. Und dazu gibt es auch das Video von Opa und seine Gedanken zu Gurukul. Und das ist natürlich auch sehr interessant, mal jemanden zu sehen, ne? Der dieses Konzept gar nicht kennt und zum ersten Mal in Mayapur in Indien auf so eine Schule trifft. Seine Gedanken dazu. War interessant. Fand ich. Darum haben wir auch ein Video draus gemacht. Das war eigentlich spontan aufgenommen. Das war jetzt gar nicht geplant. Aber dadurch, dass der Opa sehr interessante Fragen gestellt hat, sehr schön reflektiert hat, ist es ein gutes Video geworden, denke ich. Den beiden, die uns denn die Schule gezeigt haben, man hat ja auch gemerkt, dass sie das richtig ernst nehmen. Ne? Ja, ja. Da hat ja keiner jetzt hier Unsinn gemacht, wie man das von Kindern kennt, oder rumgealbert oder irgendwas. Die haben das richtig ernst genommen, uns die Schule zu zeigen. Ja, diese Thumbnails. Meine Haare. Meine Haare. Ja, na, da haben wir noch hier das Elefantenvideo, müssen wir auch auf jeden Fall erwähnen. Oh ja, das Elefantenvideo, das war Rimati Mataji. Also die Dame, die sich hier in Mayapur um die Elefanten kümmert, die war auch wirklich sehr froh. Und dann, nachdem sie das Video gesehen hat, dann ist ihr halt noch eingefallen, was sie noch alles hätte sagen können. Ja. Und was wir noch zeigen hätten können. Was wir noch hätten zeigen können. Also da gibt es bestimmt irgendwann nochmal eine weitere Folge. Eine Fortsetzung, Teil 2. Eine Fortsetzung. Auch über Rimati selbst, ne? Was sie für ein unglaublich abenteuerliches Leben geführt hat. Ja. Also jedes Mal, wenn wir holen uns ja täglich unsere Milch ab von ihr. Also die hat ja auch eine Kühe. Und die können uns jeden Tag eine Geschichte erzählen, eine neue. Also wirklich, die hat so viele Storys auf Lager. Und viel miterlebt, natürlich in Indien, aber auch, sie hat auch längere Zeit in Amerika gelebt. Was sie in der Christenbewegung schon alles erlebt hat, ist schon sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Bhagavatam, und dann kam unsere letzte Bhagavatam-Folge schon. Hare Krishna, bis jetzt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geschichte aus dem Srimad Bhagavatam. Ja, wir haben ein bisschen aufgehört mit Bhagavatam, weil wir gemerkt haben, es wird uns zu viel, das Mahabharata, das Bhagavatam und dann auch noch Parikrams zu machen in Mayapur. Ja, das war alles zu viel. Solche Videos zu drehen, ich meine, klar, sich hinzusetzen, eine Geschichte erzählen, geht schnell, ist einfach, kann man auch schnell editieren, aber wenn man so größere Videos macht, so, ne, ich sag mal, so kleine Dokumentationen, das braucht sehr, sehr viel Zeit. Und dann im letzten Doku, die jetzt letzte Woche rausgekommen ist, da saß ich sehr lange dran, da saß ich mindestens, also eine Woche filmen, plus nochmal einen Monat dran sitzen und editieren und nochmal editieren und dann nochmal editieren. Also da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter. So Devi macht es ja auch nicht Vollzeit. Eigentlich unterrichtet sie Vollzeit ihre Tochter gerade. Dazu braucht man auch sehr, sehr viel Zeit. Hausunterricht. Aber wie ist denn das denn für dich, so deine Tochter zu unterrichten zu Hause? Oh, ich liebe es. Ich würde es nicht wieder eintauschen wollen. Also solange Padmini da mitmacht, will ich das. Und
mein Geist damit macht, aber so, also im Moment, für den Moment, für jetzt, für hier finde ich das sehr schön. Aber zurück zu unseren tollen Videos, die wir alle gedreht haben. Die super tollen Videos. Wo waren wir denn? Ne, Elefantenvideo und was ein bisschen hochgebettet. Ja, ich hatte schon dann hier Elefanten, Mahabharat, Bhagavatam. Da haben wir den großen Tempel besucht, die Baustelle, das TUVP mit dem Opa haben auch besucht. Aber ich habe neulich wieder Fotos oder ein kleines Video gesehen von einer Statue, die dort in diesem Tempel sein soll, von Brahma. Und da kommt wieder so ein Gefühl von, wow, also wenn dieser Tempel mal fertig ist und wenn wir da mal jeden Morgen reingehen für unseren Darshan, wenn wir hier noch wohnen dürfen, wenn der offen ist. Also das ist schon, also was da entsteht, ist wirklich gigantisch. Und es wird halt auch, dieser Tempel des vedischen Planetariums, das wird eine Touristenattraktion. Und allein deswegen werden viele, viele, viele Leute hierher kommen. Ja, also merkt auch. Man jetzt schon, jetzt gibt es schon so deutsche Touristengruppen, die machen so eine Gangesfahrt und die kommen dann einfach hierher, gucken sich dieses Gelände an, gucken sich die große Baustelle an, halt, die sehen dann halt auch die vielen internationalen Menschen, die es hier auf dem Gelände gibt. Und also das ist jetzt schon, wo der Tempel noch gar nicht auf hat, dass ISKCON Mayapur, also Indien, schon für deutsche Touristen attraktiv ist. So eine, die mit Religion, mit Spiritualität, mit diesem Hinduismus eigentlich gar nichts zu tun haben, die einfach nur eine Indienreise machen, um sich mal Indien anzugucken. Ja. Ich denke, das war ja auch Prabhupads Idee mit diesem Tempel. Hat er selber, gibt es ja dieses Statement, ne? Dass er möchte die ganze Welt an Mayapur anziehen, dass sie alle nach Mayapur kommen. Und der Vorwand ist ja, okay, ich möchte diesen großen Tempel sehen, aber natürlich gibt es noch viel mehr dahinter, was Prabhupada damit erreichen wollte, als nur ein Gebäude zu zeigen. Ne? Eine ganze Philosophie, eine ganze Lebensweise und das ganze Krishna-Bewusstsein eben, das ganze Gottesbewusstsein zu präsentieren. Ja, Sondersendung. Wir haben mal so eine Sondersendung gemacht. Hat fast 500 Aufrufe. Also, ja, es ist... War sehr spontan. Ist ein bisschen dunkel geworden. Also, auch wie wir wieder aussehen. Ja, das waren halt so einer der ersten Videos. Ich hätte es jetzt anders gemacht. Ein bisschen von... Aber schön mit Gornitai im Hintergrund. Gornitai in der Mitte... Es war halt so ein Gedanke von, okay, wir haben jetzt noch gar nicht persönlich so wirklich, wer sind wir, was für ein Background haben wir. Da dachten wir, okay, wir stellen uns einfach mal vor, wer wir als Menschen sind, wie wir heißen, wo wir herkommen, was uns hier bewegt. Genau, und das war halt so der Hintergrund dieses Videos. Und ja, haben wir halt auch viel überlegt, okay, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich hier mit unserem Kanal, was sollen wir jetzt nur Geschichten erzählen oder mehr Dokumentationen machen oder im Moment merken wir, es kommt einfach, was es kommt. Also wir folgen unserem Leben sozusagen. Wenn wir ein Parigramm gerade machen, machen wir ein Video über ein Parigramm. Wenn wir Zeit haben, eine neue Geschichte zu lesen oder eine aufschnappen, erzählen wir diese Geschichte. Also wir im Moment folgen wir halt einfach dem, weil was in unserem Leben kommt und versuchen, das in ein Video umzuformen. Klingt vielleicht ein bisschen planlos. Ist auch vielleicht auch ein bisschen so. Ist auch planlos. Also wir haben jetzt nicht super konkreten Plan. Also wir haben ein paar Ideen, was wir machen wollen noch aus dem Kanal oder welche Videos wir gerne hochladen möchten. Das Mahabharat machen wir auf jeden Fall weiter und die ganzen Parigramms, was wir so machen, die wollen wir auch alle dokumentieren. Es kommen auch jetzt ein paar. Es gab diese Parigramm-Dokumentation, die ich jetzt jeweils rausgebracht habe, aber wir wollen auch so ein bisschen zeigen, so den täglichen Parigramm, was wir so am Tag gemacht haben. Das wollen wir so ein bisschen auch zeigen. Und diese Videos kommen jetzt auch bald. Und im Februar planen wir unsere nächste Reise. Sollen wir schon verraten, wo es hingeht? Nö. Knallhart nicht verraten, wo es hingeht? Okay. Lass dich überraschen. Da sind wir nochmal eine Woche weg und wollen wir auch nochmal filmen an einem anderen heiligen Ort in Indien. Genau, dann hatten wir hier so kurz die Idee mit, wir sprechen noch nach den Mahabharat-Videos so ein bisschen mehr über die Bedeutung. Wieso haben wir das wieder aufgegeben? Also ich muss ja ganz ehrlich mal zugeben, ich sitze lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Ist halt so. Ich kann immer wieder mal meinen Senf dazugeben, aber eigentlich sitze ich lieber hinter der Kamera. Ja, und dann
gab es den Sonntagmorgen in Mayapur. Ja. Das war eigentlich war das ein Video zum 60. Geburtstag meiner Mama. Wir konnten nämlich nicht zum Geburtstag fahren und wollten ihr mal zeigen, was wir hier so machen. Und dann haben wir dieses Geburtstagsvideo ein bisschen umgewandelt zu einem spirituelle Bücher- und Geschichtenvideo. Ja, und dann waren wir auf einem großen Parigram, der hat ja 6 Tage gedauert. Und seitdem geht es sehr schleppend mit unseren Videos voran. Der hat so eine Bremse reingebracht. Ja, das war auf jeden Fall viel Arbeit und das bin ich jetzt froh, sind wir jetzt froh, dass das mal fertig ist. Und jetzt, wir haben noch viel Videomaterial über und dann wollen wir auch noch ein paar Videos draus machen. Also ihr werdet noch mehr Einblicke in den Parigram bekommen. So 2020, was passiert denn da jetzt noch? Wir folgen unserem Leben und gucken mal, was Krishna uns für Geschichten gibt und welche Reisen wir machen, auf welche Parigrams wir gehen und machen da weiter Videos. Ja, wir wollen uns auf jeden Fall auch bedanken bei euch, alle, die was uns irgendwie unterstützt haben bis jetzt, mit Abonnieren und Likes und auch haben wir ein paar Spenden bekommen von einigen Leuten, wollen wir uns auch auf jeden Fall herzlich bedanken, das hilft auch weiter. Das ganze Equipment, ne, kostet Geld, wollen wir uns auch bedanken. Und wir würden uns natürlich freuen, dass sich noch mehr Leute abonnieren, weil dann steigt die Wichtigkeit des Kanals, das ist dann auch gut für andere Menschen, dass mehr Leute diese Videos sehen können. Sozusagen YouTube schlägt dann mehr Leuten diese Videos vor. Darum würden wir uns freuen, wenn sich noch mehr Zuschauer abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Ja, wirklich. Und ist auch gut für euren eigenen spirituellen Benefit. Wie meinst du das jetzt? Ja, wenn man Krishna-Bewusstsein verbreitet, ach so, dann kriegt man auch einen Teil davon ab. Genau. Wenn ihr diese Videos teilt, dann auch noch. Genau. Wenn ihr was gut findet, schön findet, inspirierend findet und ihr das teilt und andere Leute auch einen Benefit bekommen, dann bekommt ihr spirituellen Benefit davon. Mhm. Und wir kriegen auch einen Benefit davon. Und die, was das Video sehen, bekommen auch Benefit. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle. Win-Win-Win-Situation. Win-Win-Win. Labarababa, Rückblick 2019. Unser erstes Video 2020. Das ist eine coole Zahl irgendwie, oder? 2020. Mhm. Gefällt mir. Hört sich gut an. Ja, ist gut. Okay. Hare Krishna, bis zum nächsten Mal. Hare Krishna, vielen Dank. Man fall in die Schlange. Ich meine, es ist ja Glücksfall heißen, in die Schlange zu fallen. Mhm. Eigentlich. Mhm. Und vielleicht muss da mal muss noch was gereinigt werden. Ich und die Kamera. Geh quer den Augen. Nee, du musst jetzt weiter lachen. Soll ich noch mal zeigen? Das kommt mit rein. Guck mal, wie lieb ich dich hier angucke. Ja, ja. Jetzt ist es zu spät. Guckt euch sie an. So ist meine Frau. Zum Glück, ja. Wenn ich ins Wasser falle. Guckt euch an! Funny, ja? Wolltest mich noch retten hier?